Amazon PPC Strategien oder andersherum, welcher Arkos ist für mich der richtige? Bleibt dran, wenn euch das interessiert. Hallo, mein Name ist Jens Lindner und auf AMZ Pro geht es um E-Commerce, die Produktion in China, den Import in die Europäische Union, den Verkauf auf Marktplätzen und im eigenen Online-Shop. Steuern und Recht findest du hier auch. Wenn dich das interessiert, Kanal abonnieren, Glocke drücken und check unseren kostenlosen AMZ Pro Club aus. Der ist noch mal viel weiter im Detail aufgebaut. Das heißt, hier kriegst du noch viel, viel mehr Informationen, was wichtig für dich sein kann in deinem E-Commerce-Business. Aber hey, heute geht es um Amazon PPC. Und zwar hier jetzt aus dem Victoria Park in Hongkong für euch aufgezeichnet. Die gucken mich schon alle ein bisschen komisch an, ist mir egal, die Information muss ich heute raushauen. So, aber zuerst, was ist überhaupt ACoS? Also Advertising Cost of Sale. Im Prinzip sind es die Kosten, die du hast für deine Werbung, gemessen auf den Umsatz. Die Formel lautet einfach PPC-Kosten, also Werbekosten, geteilt durch Umsatz, gleich ACoS. Nehmen wir an, du verkaufst Ware für 200 Euro und steckst 50 Euro Werbekosten rein. 50 durch 200 macht 0,25, also genau 25%. Und das muss man sich genau überlegen. Wie viel Geld kann ich tatsächlich investieren? Wobei wir schon mal bei der ersten Strategie sind, und zwar die Low-Cost-ACoS-Strategie. Das heißt, ich versuche den ACoS so niedrig wie möglich aufzusetzen, damit ich den maximalen Gewinn zuerst natürlich bekommen habe oder bekommen kann. Ja, sind wir nicht alle hier, um irgendwie Geld zu verdienen? Und natürlich ist es so, je niedriger der ACoS ist, desto mehr Umsatz, beziehungsweise nicht Umsatz, sondern desto mehr Gewinn mache ich. Beim Umsatz komme ich gleich noch dazu. Das wäre zum Beispiel für Produkte sehr interessant, die es schon länger am Markt gibt, die schon einen relevanten Traffic haben, die vielleicht schon in den Rankings oben stehen und vor allen Dingen Produkte, wo die Kaufentscheidung auf einem sehr niedrigen Level ist. Das heißt, Impulskäufe sollten hier auf jeden Fall möglich sein. Das sind da meistens Produkte, die vom Preis her etwas niedriger sind. Zum Beispiel habe ich mir gerade neue Hörmuscheln für meine Bose-Kopfhörer bestellt. Meine waren verschlissen. So, ich habe einfach Bose-Kopfhörer-Ersatz eingegeben, habe dann direkt meine Kopfhörer-Ersatzmuscheln gefunden, auf die erste PPC-Anzeige geklickt und ungebremst dann den gesamten Bestellprozess durchgelaufen. Der Verkäufer kann sich freuen, der hat wahrscheinlich einen super günstigen PPC gehabt und hat das Ding dann direkt vertickert. Anders ist es natürlich, wenn du teure Produkte hast, ja, beispielsweise ein Telefon oder ein Fernseher. Da ist natürlich die Entscheidungsstrategie doch etwas umfangreicher als bei so billigen 10-Euro-Produkten. Aber ihr müsst natürlich auch hier mit einem ACoS rechnen, also mit einem Prozentanteil, den ihr von eurem Umsatz oder von eurem Gewinn abgeben müsst. Und nehmen wir mal an, wir bleiben bei dem Beispiel, ihr habt 25% ACoS. Ja, also 25% eures Umsatzes gebt ihr wieder in Werbung aus. Da muss natürlich euer Gewinn auch mindestens 25% sein, damit ihr dann auch Spaß dran habt. Ja, dann seid ihr zumindest plus minus null. Aber das muss auch schon dann der Gewinn sein, der unterm Strich übrig bleibt. Also mal davon abgesehen, dass viele vergessen, die Mehrwertsteuer rauszurechnen, aber dann haben wir noch die Lagergebühren, die dazukommen, ja, die Rücksendungen, die noch dazukommen, die Amazon-Verkaufsprovision, die noch dazukommt. Ja, unterm Strich muss wirklich das übrig bleiben. Also am besten, am seriösesten plant man eben so ein Low-Cost-ACoS mit Deckungsbeitrag 2. Das heißt, alle Kosten sind schon abgezogen, mehr oder weniger. Und du rechnest dann mit deinem Gewinn und sagst, okay, ich habe einen Gewinn ungefähr unterm Strich von 25%, einen Deckungsbeitrag von 25%. Und das kann ich dann am Ende des Tages möglicherweise dann wieder in meine PPC oder in meinen ACoS investieren. Das wäre seriös, das würde sogar funktionieren. Aber es wäre wahrscheinlich dann so, dass der ACoS doch von dem Angebot des Klickes doch von deiner Seite sehr stark runterreguliert ist. Das bringt mich dann gleich zu dem High ACoS. Also warum biete ich mehr oder gebe mehr Geld aus, als ich eigentlich am Deckungsbeitrag unterm Strich übrig habe? Das hört sich total dämlich an und total ruinös und sollte man auf gar keinen Fall machen. Oder vielleicht doch? Es gibt schon verschiedene Szenarien, wo es tatsächlich Sinn macht, auch den ACoS so hoch anzusetzen, dass man eigentlich unterm Deckungsbeitrag ist.
Beispielsweise bei einem Produktlaunch. Man muss natürlich erstmal mit seinem Produkt in den Markt reinkommen. Ne? Vorher passiert ja im A9-Algorithmus bekanntlicherweise gar nichts. Wenn man nicht erstmal schon die ersten Sales unter Dach und Fach hat, dann passiert normalerweise vom organischen Ranking überhaupt nichts. So, das heißt also, hier muss man auf jeden Fall schon mal viel Geld in die Hand nehmen beim Produktlaunch und erstmal richtig rein investieren, damit man die Leute auch überzeugen kann, die Ware zu kaufen, ohne überhaupt irgendwelche Bewertungen auf seinem Produkt zu haben. Ja, wir alle wissen, wie schwierig das ist, wenn ich null Bewertungen für ein Produkt habe, dort eine vernünftige Conversion Rate herzustellen. Also Conversion Rate heißt, wie viel Prozent der Benutzer, die meine Detailseite besucht haben, haben dann auch wirklich den Bestellprozess zu Ende geführt. Schwierig, je weniger Sternchen ich habe oder gar keine Sternchen, super, super schwierig. Das heißt, da muss ich viel Traffic drauf bringen, dass ich mal anfangen kann, irgendwas zu verkaufen. Und viel Traffic heißt viele Klicks und viele Klicks heißt viele Kosten. Aber ich komme nicht drum rum, ansonsten bin ich bei Amazon quasi unsichtbar. Eine andere Variante, warum man den A-Kurs hochtreiben kann, ist natürlich, wenn man das Produkt einfach abverkaufen möchte. Also das Produkt bindet mir im Lager oder in meinem Finanzstrategieplan gerade aktuell zu viel Kapital und ich möchte das Ding so schnell wie es geht loswerden. Auch gerne mit Verlust, Hauptsache ich habe eben Teil des Warenwertes wieder, dann kann natürlich auch ein A-Kurs, der im negativen Deckungsbeitrag ist, durchaus Sinn machen. Ja, damit man die Ware dann eben relativ schnell absetzen kann. Oder, was natürlich viele sehr, sehr sexy finden, ich möchte eigentlich mein Brand und mein Produkt möglichst sichtbar bei Amazon darstellen. Das heißt, ich möchte, dass jeder, der dieses Keyword eingibt oder ein anderes Keyword oder ein ähnliches Keyword, immer mein Produkt sieht und möglichst ganz weit oben. Ja, damit ich dann immer sichtbar bin, dass der Kunde weiß, okay, mein Produkt gibt es und bitte kauf jetzt mein Produkt. Ja, und damit ich richtig sichtbar bin, muss ich natürlich auch sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Das muss man sich vorstellen, als wenn man eine Werbung schaltet. Man kann das hinten im Anzeigenteil von einem Spiegel machen. Ja, oder ich kann es dann eben auf einer vorderen Seite, eine Ganzseitesanzeige machen. Dann kostet natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Und genauso ist das bei PPC auch. Das heißt, wenn du viel Geld ausgibst, bist du auch massiv sichtbar und hast dort die beste Brand-Awareness überhaupt. Oder auch Produkt-Awareness. Kommt immer darauf an, welche Strategie du fährst. Und warum noch eine erhöhte PPC-Kampagne im negativen Deckungsbeitrag Sinn machen kann, ist, wenn man einfach verhindern möchte, dass der Wettbewerb gesehen wird. Ja, beispielsweise, was ich häufiger gesehen habe und auch tatsächlich selber schon mal gemacht habe, ich muss es tatsächlich zugeben, ist, dass ich die Headline-Search-Ads komplett ausgebucht habe, mit meinen Produkten also möglichst viel in diese Kampagne reingesteckt habe, nicht damit ich viel Geld verdiene, sondern damit der Wettbewerb kein Geld mehr verdient. Ja, und so habe ich dann über den Marathon quasi den Wettbewerb ausgestochen, dass der keinen Bock mehr hatte auf PPC und dann konnte ich auch so ein bisschen langsam dann den Preis wieder reduzieren. Und das sind halt auch Strategien, die muss man sich überlegen. Ja, auch wenn ich im negativen Deckungsbeitrag bin, wie sagt man, ja, wenn ich Geld verdienen will, muss ich auch Geld ausgeben und in diesem Fall ist es ein Invest, was ich halt vorschießen muss, damit ich später dann am Ende des Tages dann auch das ernte, was ich gesät habe. Aber es muss auch mal irgendwann ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass eben negative PPC-Anzeigen ständig laufen und sobald ich dann versuche, dann eben das Ganze ins Positive zu drehen, ich plötzlich keine Umsätze mehr habe. Dann wird die Sache natürlich super, super unsexy. Ja? Wir wissen ja alle, dass Amazon so funktioniert, dass je mehr Sales ich habe, normalerweise ich höher im Ranking steige mit meinen Keywords. Ja? Also so eine extrem teure PPC-Kampagne kann natürlich auch dafür dienen, dass ich im Ranking, im normalen organischen Ranking weiter nach oben steige, um dann mal irgendwann den Schalter umzulegen, ja, und beides profitabel aufstelle. Das heißt, den A-Kurs dann auch unter 25% drücke und dann über Amazon SEO halt dann auch nochmal mein Geld mache. Wenn das nicht funktioniert, wenn die Strategie nicht aufgeht, das heißt, sobald ich den PPC-Anteil oder die Kosten zurückdrehe und mein Traffic und meine Umsätze brechen weg, dann musst du aufpassen, dann musst du was Generelles ändern. Ja, also ständig nur Minus fahren, das geht kaufmännisch natürlich vorne und hinten nicht. Könnt ihr gerne nochmal mit eurem Steuerberater sprechen, der wird wahrscheinlich das Gleiche sagen, was ich euch jetzt sage. Das heißt also, seriös müsst ihr einfach überlegen, okay, für eine Kickstart-Kampagne den Wettbewerb auszustechen oder die maximale Brand-Awareness zu bekommen, ist es durchaus sinnvoll, und auch gängig, wirklich extrem teure PPC-Kampagnen zu fahren, auch dann, wenn man einen negativen Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Läuft ein Produkt gut und ich muss eigentlich nur mehr Umsatz erzielen, ja, dann kann man versuchen, okay, den A-Kost so weit runterzubringen, dass ich dort dann auch eine gewisse Art von Deckungsbeitrag habe. Der
Minimum ist natürlich, dass ich genauso viel Geld ausgebe, wie ich reinstecke, also plus und minus null gehe. Mein Erfolg dabei ist es dann natürlich, dass ich wahrscheinlich bei Amazon SEO weitersteige und darüber dann mein Geld verdiene. Das sind die beiden Strategien, Low Cost and High Cost Advertising bei Amazon. Welche Strategie für euch passt, kommt ganz drauf an, welche Ziele ihr verfolgt. Von daher überlegt euch das im Vorfeld, was ihr tatsächlich fahren wollt. Das war's für heute. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.